Klasse Ballwechsel. Also exzellent gespielt, dieser Ball zum Beispiel. Klasse gespielt. Und da hat er seinen Gegner mächtig überrascht, der nämlich damit rechnete, dass Jakab auf ein Rückhand-Rückhand-Duell aus ist. Soweit habe ich das Gefühl. Ja, und die kann er nutzen. Und mit seiner Rückhand. Und das war taktisch sehr, sehr clever gespielt. Runde der letzten 8 erreichten. Aber Leon überrascht ihn auch immer wieder durch. Und spätestens jetzt ist für Mozza, so heißt er ja mit Spitznamen, Momčilo Bojić, der Trainer des SV Pöderhausen, die Zeit gekommen, ja, in derselben Saison auch noch den ETTU-Pokal nach Schwasiaten. Rückhand Topspin, auch er. Ja, er bleibt auf der Rückhandseite. Um zu kommen. Und dieser erste Sieg für Borussia Düsseldorf, der hängt nach wie vor am seidenen Faden für Jan. Da ist er zu ohne. Er kann das alles spielen, das ist gar nicht die Frage. Und er muss erneut in den entscheidenden Fünften. Janosch Jakab. Die wäre ganz, ganz übel und ganz, ganz schwierig zu spielen. Und den Punkt holt sich Janosch Jakab. 6:4. Jetzt die Führung im Entscheidungssatz für den Ungarn. Den sie so sehr diesen ersten Sieg gönnen, die Fans in Düsseldorf. Zu Ende führen möchte. Und das lange Warten des Janosch Jakab ist dann endlich ein Ende. Und Sie sehen das. Der erste Sieg im Trikot des neuen Arbeitgebers, im Trikot von Borussia Düsseldorf für den 24-jährigen Ungarn. Er war überfällig, denn Jakab hatte keinesfalls immer schlecht gespielt. Er hatte nur einfach noch nicht gewonnen.